Sie wollen Heizungskosten sparen? VFT. Wir sorgen dafür, dass Ihre Heizung fit ist. Wir befinden uns heute hier in Lüttringhausen beim Goldenberger Turnverein. Und ja, und heute findet hier der MMA Day 2014 statt. Ja, und neben mir ist jetzt Ben Peters. Ben, der MMA Day 2014, was ist das genau? Ja, das ist ein seminarartiges Event, in erster Linie, um den Sport vor der Öffentlichkeit darzustellen. Wir haben hier heute drei beteiligte Gruppen. Einmal des Taekyon Kampfkunstzentrums, des Ganbaru Centers, das Panda Pole Dance Team und natürlich auch das Kyogi MMA Team, was wir hier darstellen. Kannst du ganz kurz für die Zuschauer erklären, was MMA eigentlich ist? MMA, das bedeutet ausgesprochen Mixed Martial Arts, soweit übersetzt die gemischten Kampfkünste, und das ist es im Endeffekt auch. Wir verbinden standtechnisch Schläge und Tritte, wie beim Boxen oder Kickboxen. Wir gehen auf diese ringerische Distanz, wie beim Judo oder halt beim Ringen. Und natürlich geht es auf dem Boden weiter mit Gelenkhebeln und auch Würgern. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir doch mal rein. Ja, bei mir steht jetzt der Mimo Marciano, er macht Karate und ist heute auch beim MMA Day. Und ja, Mimo, was macht ihr hier genau für Kicks? Aus welcher Kampfsportart kommen die? Ja, wir machen hier eine Kombination aus einem Turnkick und einem Roundhouse-Kick. Die kommen im Kickboxen, im Karate, Taekwondo, Thai-Boxen. Ja, in denen kommt das natürlich häufiger vor. Und wie wichtig sind die dann beim MMA? Ja gut, solche Kicks sind natürlich Vollkontakttritte. Die sollen den Gegner möglichst K.O. treten oder möglichst verletzen. Und ja. Danke sehr. Bei mir steht jetzt Michael Rocher-Dor vom Kyurogi MMA Team. Michael, du leitest heute den Kurs Grappling. Was genau wird da gemacht? Ja, genau genommen sogar einen Teil des Grapplings Ringen. Wir machen hier gerade einen Überstürzer. Eine recht spektakuläre und auch nicht ganz so einfache Übung. Ja, das sind Eingangsübungen auf der dicken Matte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der genaue Ablauf funktioniert. Aus welchen Sportarten, also alten Kampfsportarten, werden diese Kombinationen rausgenommen für den MMA? Das hier ist eine reine Ringereinheit. Wir haben vorneweg das Kickboxen gehabt, beziehungsweise Thai-Boxen. Im Anschluss daran kommt der Brazilian Jiu-Jitsu-Anteil mit Aufgabegriffen, also Hebel-Würgetechniken, und am Ende Bodenkampf mit Schlagtechniken. Zum Ringen, welchen Stellenwert hat das in dem MMA? Ringen ist gerade so im amerikanischen Bereich, wo das Schulsport ist, sehr, sehr stark. Und es ist für den Übergang vom Stand zum Bodenkampf, ich würde mal sagen, so der höchste Anteil. Bei mir steht jetzt Angela Iona. Angela, wie kommt man als Frau zu diesem Sport? Ich wollte vor 2 Jahren ein bisschen was an Gewicht verlieren und an Muskulatur aufbauen. Und da mein Vater im Ganbaru Dojo angemeldet ist, hat er mir gesagt, dass der Ben einen Fitbox-Kurs gibt. Da habe ich dann einfach mal mit angefangen und seitdem komme ich auch vom Kampfsport nicht mehr weg. Und darüber bist du zum MMA gekommen. Ist das eher so dieser Fitnessfaktor, warum man das macht, oder ist das auch vielleicht ein Wettkampffaktor? Für mich ist es mehr ein Fitnessfaktor. Ich könnte mir irgendwann auch mal vorstellen, in einem Wettkampf mitzumachen, aber fürs Erste reicht mir das im Training erstmal. Dann danke ich dir, Angela Iona. Ja, das war's hier vom MMA Day 2014. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zu Hause diesen Sport etwas näher bringen. Und ja, wenn Sie Lust haben, melden Sie sich doch mal bei einer dieser drei MMA-Kurse und viel Spaß damit. Bis dann.